The Evil Within. Weiter geht's. Wir sind hier mit dem Bus gelandet. Und, müssen jetzt das allsehende Auge. Rooms 700 bis 707. Ah, wir sind hier im Treppenhaus. Hm, okay. Und wir müssen um... Kidman retten. Und was sind das denn... Was ist das denn da an der Wand? Was hat der denn gerade gemacht? Was ist denn das? Uah. Was ist das? Da ist wieder nichts drin, ey. Ich frage mich gerade, was er da gemacht hat. Das sind keine normalen Bomben oder sonst was. Und mir juckt es gerade schon, weil das gibt's doch gar nicht. Immer wenn ich Aufnahmen habe, dann juckt es mich. Boah, das sieht so böse. Das ist Säure, ne? Alter Finne. Da liegt erstmal Hagel. Und da liegen erstmal Säure. Bauteile. Nochmal Hagel. Ja, Basti, das ist Säure. Boah, das ist aber fies. Also, die haben mir wirklich so ein bisschen aus den Filmen auch vom. Also, aus den Filmen, Saw, haben die auch ganz viel genommen, weil sowas kennt man echt von Saw. Boah, das ist aber fies. Boah, wenn man da unter Stress ist, ey, dann rennt man da aber durch. Kann ich hier die Bauteile auch rausnehmen? Von dem Dingen? Warum geht das denn nicht? Auf der anderen Seite baue ich das Ding ab und habe meine Bauteile und... Ich werde hier mal... Kleinen Moment. Ich muss mal eben ganz schnell schauen wegen Bolzen. Ich kann nämlich ein paar Bolzen herstellen. Ich werde mal einen Sprengbolzen herstellen. Das war's dann auch wieder. Ja, war klar. So. Ich werde bei dem Revolver wieder bleiben. Und was ist das da? Hm, es ist ja ein tolles Bild. Basti, pst, mach die Lampe aus. Oh mein Gott. Das kommt mir jetzt echt gerade vor wie bei Silent Hill. Jetzt fehlt nur noch gleich, dass es anfängt, dass die Hupe kommt. Und dann ist auf einmal alles anders. Ich werde trotzdem hier mal schleichen. Ich traue dem Braten irgendwie nicht. Man lässt das scheiß Schild in Ruhe, Basti. Okay, vielleicht können wir doch ein bisschen durchlaufen. Ganz normal. Wow. Da ist die Klinik. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Wenn wir es bis dahin schaffen, wohlgemerkt. Wenn wir es bis dahin schaffen. Und ich würde doch nicht im Leben nicht über diese U-Bahn gehen, ey, das ist da. Nein. Nein. Na, Halleluja. Jetzt werden wir wahrscheinlich Fahrstuhl fahren. Josef, willst du mal probieren? Ich helfe dir auch. Okay. La 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 la. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Gut so, besser für dich, besser für mich. Auf die Kiste drauf. Du Kackwurst. Entschuldigung. Scheiße.
Erst Kidman, dann... Erst Kidman, dann... Yusuf? Und was ist das für ein Geräusch? Hört sich ein bisschen an, als ob da einer auf dem Klodeckel Trommel spielt. Nein, 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 nein. Ich hab's gewusst. Also ich bin ja jetzt schon, oder beziehungsweise wir spielen schon etwas länger The Evil Within und ich möchte jetzt mal meine Meinung kundtun über das Spiel, weil wir ja jetzt hier an dieser Stelle sind, wir sind relativ weit, wir sind... stehen, glaube ich, auch schon bald kurz vorm Finale und ich muss einfach sagen, es ist jetzt, ganz ehrlich, es gefällt mir nicht mehr. Es gefällt mir nicht, weil am Anfang war es ganz cool, ja, interessant, geil, schöner Survival-Horror, aber es gefällt mir nicht mehr. Das Spiel gefällt mir nicht, weil das Spiel recycelt Gegner. Es recycelt Gegner. Wie oft hatten wir Troller? Wir hatten die Troller 2-3 Mal, wir hatten Fetti 2 Mal und jetzt haben wir Klaus... War doch Klaus, haben wir, glaube ich, genannt, ne? Klaus. Jetzt haben wir Klaus schon wieder zum 2. Mal. Also das Spiel recycelt Gegner und, das ist armselig. Das ist wirklich armselig für einen Shinji Mikami, weil das geht besser. Das geht wirklich besser. Also, dass der jetzt wieder kommt, das finde ich echt traurig. So macht doch Spielen keinen Spaß, wenn ich immer wieder dieselben Gegner einfach immer und immer wieder erscheinen lasse. Ja, Kontrollpunkt, super. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Seit wann kann der durch Feuer gehen? Warum wusste ich nur, dass... Ich bin hier. Hallo, Kuckuck. Ich bin hier. Ja, komm zu Papa. Yeah. Der lebt noch. Ja. Scheiße, fuck. Jetzt nicht mehr. Der hat Parkposition noch nicht erreicht gehabt, deswegen... Oh, nein. Das ist fies. Der ist in die Falle gelaufen von dem... von Klaus. Und hat dann, wahrscheinlich den Kopf abgesäbelt bekommen, oder? Ich werde den anzünden. Geh nicht. Geh nicht. Aber der ist echt in die Falle gelaufen, ey. Und ist hier gestorben. Das ist fies. Okay, wir können uns hier verstecken. Das ist schon mal gut zu wissen, wenn gleich Klaus kommt. Klaus, bist du's? Aber wir... Da ist Ruvik. Oder? Oder das ist die Kopie? Ach, das ist die Kopie von Ruvik, ne? Schon wieder eine billige Kopie von Ruvik. Aber warum? Er ist ein bisschen zu doof, durch die Tür zu gehen, aber naja, gut. Okay, da ist auch schon wieder Säure. Ich höre noch andere gerade irgendwie. Ich bin mir noch nicht, ganz schlüssig, wie ich das Ganze handhabe. Weil wir ja wissen... Ist es denn jetzt... Ich muss mal kurz gucken, das Bild habe ich schon mal gesehen. Das ist doch die Klinik, oder? Oder irre ich mich da? Das allsehende Auge über der Klinik. So, jetzt haben wir es auch mal gesehen. Ich frage mich gerade... Wovon wir mehr Angst haben sollten? Vor der Kopie oder vor Klaus? Oh. Hier liegt Hagel drin. Ganz viel Zeug. Eine Flasche, die will ich nicht. Kann man die eigentlich durch die Säure locken? Geht das?
Schauen wir mal, ob sich da jetzt was tut. Also wie gesagt, um nochmal drauf zurückzukommen, also Anfang hat es Spaß gemacht, ja alles, aber jetzt so mittlerweile, dass jetzt schon wieder die Gegner kommen, das ist wie gesagt, das kann man besser machen. Ja, also ich bin echt enttäuscht vom Spiel. Ich hatte mir viel erhofft, ja. Es sind ein paar nette Gimmicks da drin, ein paar nette Sachen, aber es geht wie gesagt viel, viel besser. Es geht viel, viel besser. Und jetzt werden wir gesehen, hundertprozentig. Können wir ihn von hinten erledigen? Nein, natürlich nicht. Was? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Was? Wo soll ich denn hin? Ja gut. Wir können ihn nicht von hinten erledigen. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie umgehen. Das dürfte eigentlich nicht allzu schwer werden. Also nochmal von vorne. Was haben wir jetzt alles eingesammelt? Da hinten war ein wenig Grütze. Ein wenig grüner Glibber. Den können wir hier reinlocken. Kuckuck. Ich bin hier. Hallo. Zeig auf mich. Zeig auf mich. Hallo. Ja, zeig auf mich. Genau. Ich bin hier. Wie, der hat seinen Kopf im... So. Schrei nicht, halt die Schnauze. So. Oh, das habe ich ja... Oh, das habe ich ja vorhin übersehen. Hier liegt ja auch noch Hage. Oh. Das ist ja gemein. Eine große Tube Hagel, die wir nicht aufnehmen können. Weil, warum? Ich komme da nicht dran. Hallo, da war doch... Hallo. Ist denn sowas möglich? Ich kann es nicht aufnehmen. Hallo. Und dann noch 1000. Ich werd bekloppt. Fehlen uns noch 30.000 zu unseren Feuerschaden. Er war da schon, ne? Kann das sein? Und das ist aktiviert. Das heißt, wir müssen, wenn er da ist, müssen wir quasi... Dieses Jucken geht mir auf den Senkel. Das heißt, wenn er da ist, müssen wir quasi einmal rumgehen. Um ihn so ein bisschen, weil wir haben gar keine Chance. So, gegen ihn. Ich weiß, wie wir jammern hier schon wieder rum, aber wir jetzt hier rumlungern und... Ich weiß, was wir machen. Wir geben ihnen jetzt erstmal die Chance und sich... Hallo? Nimm doch das Hagel auf. So, wir werden den jetzt hier reinkommen lassen. Dann geht er ja aufs Bett, warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht mag er ja betten. Und werden ihn dann den Raum verlassen lassen. Verlassen lassen. Ja, genau. Und anschließend... gehen wir ihm quasi hinterher so ein bisschen, ein wenig. Vielleicht müssen wir uns auch verstecken, wenn dieses Vieh kommt, ich weiß es ja nicht. Nö, scheiße, schon wieder kein Bier. Ich weiß gar nicht, ob das so sein sollte, dass da ein Bett steht, weil er da immer drauf klettert. Sieht mir nämlich nicht danach aus, als ob die Animation dafür gedacht war. Na, willst du wohl weitergehen? Wie gesagt, ich will mich nicht mit ihm anlegen. Ich hoffe mal, dass er... Wir haben nämlich dann auch noch andere Kollegen, die ich ja höre. Boah, hoffentlich sieht er uns jetzt nicht. Dann haben wir nämlich echt Theater schon wieder in der Bude. Na? Gehst du wohl weiter? Ich frage mich, wo die anderen sind.
Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh nein, 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 nein. Fuck, weil wenn der andere uns bemerkt, diese Kopie von Ruvik, dann haben wir echt Theater. Ich weiß, es ist ein bisschen dämlich, dass ich jetzt hier runterrenne, aber sicher ist sicher. Ich weiß, es ist nicht gerade spannend, aber ich muss ja irgendwie ihn jetzt erledigen. Mein Gott. Oh, komm. Spring rüber, Basti, spring. Zünd ihn an. So, geht doch. Dann haben wir den schon mal wenigstens weg. Und der andere hat nichts mitbekommen. Das ist schon mal super. Wir haben ein paar Kugeln bekommen. Was? 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 Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Was? Was willst du mich verarschen? Wo kommt der denn her? Ach, dann auf die 12 kriegst du. Zünd ihn an! Zünd ihn doch. Wo kommt der her? Frage ich mich gerade. Nein, eine Spritze. Nee, ich lass mich erstmal aufbessern, dass es den roten kleinen Balken erreicht. Und dann nehme ich die Spritze. Aber wo kam der her? Auf einmal. Hier war doch vorher niemand. Verstehe ich irgendwie nicht. Hier lag doch keiner. Das ist aber sehr, sehr merkwürdig manchmal. Hm. So, also auf ein neues. Ich würde das gerne ja mal darauf versuchen, drauf zu schießen, auf dieses, auf dieses Säurezeug. Aber, ich habe Angst, dass dann der nette, die nette Kopie von Ruvik uns hört. Streichhölzer haben wir voll. So, also auf ein neues. Haben wir ein bisschen eleganter bis jetzt gelöst. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Ich höre schon wieder einen von den anderen. Wie viel sind denn da noch? Okay. Das ist jetzt echt brenzlig hier alles und echt haarig. Ich muss mich jetzt echt ein wenig konzentrieren. Boah, mach fertig, Basti, mach fertig. Dafür gibt's ein Waffenteil, ey, das ist auch ein Witz, ne? Jetzt mal ehrlich. Das ist jetzt echt ein Scherz, dass ich da ein Waffenteil für bekomme. Der hat irgendwas liegen gehabt. Da lag irgendwas. Übrigens auch sollst du eine Waffe ziehen? Mein Gott! Ganz raffiniert. Und da ist noch eine Bombe. Boah. Wie viele Fallen hier existieren gerade?
Und ihn, wie gesagt, lassen wir in Ruhe. Ich weiß, dass bei der Leiche, die hier rechts war, die wir angezündet haben im Flur, auf jeden Fall ist er taub anscheinend. Dass im Flur bei der Leiche was lag, das weiß ich. Da werde ich nochmal auf die... Oder beziehungsweise werde ich jetzt erstmal hier das entschärfen. Puh. Und immer diese Kopie von Ludwig im Auge behalten. Hier lag nämlich irgendwo noch was, das weiß ich. Hier lag vorhin irgendwas. Na, ist ja auch scheißegal. Dann liegt halt nichts da. Ist ja auch Wurst. Habe ich mich wahrscheinlich verguckt vorhin. Und dann werde ich mal hier drüben reingehen. Und guck mal einer an. Ganz raffiniert. So, das haben wir super gelöst bis jetzt, finde ich. Ich finde, das ist echt geil. Und da werde ich natürlich jetzt jede Menge... da liegt noch mehr. Und natürlich werde ich jetzt erstmal... mal kurz nachschauen, was unsere Waffen sagen. Denn unsere Bolzen können wir nämlich herstellen. So ein Brandbolzen ist gar nicht mal so schlecht. Machen wir mal. Machen wir am besten noch einen. Weil der ganz gut ist für, um mehrere anzustecken. Denke ich mir mal. Also vermute ich mal. So. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Hier liegen noch Kisten, ne? Ist das spannend gerade. Jawohl. Munition. Okay, wir haben wieder ein bisschen mehr Munition hier. Und ich wünschte, ich hätte gerne nochmal einen Kontrollpunkt. Die Kisten können wir nicht zerstören, ne? Nein. Ich bleib trotzdem mal in diesem Geduckt-Modus. Ich glaube, hier kommt jetzt ein Kontrollpunkt. Oder? Oh nein. Nein, bitte nicht. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn schon und ich denke mal, ihr auch. Und ich würde sagen, wir machen hier weiter in einer weiteren Folge. Und dann werden wir, denke ich mal... Nein. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Und dann werden wir in der nächsten Folge... Klaus wahrscheinlich wiedersehen und ihr schaltet dann auch wieder ein. Also, macht's gut. Tschüss.